Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei uns auf dem Kanal. Ihr seht, ich stehe an der Tanke. Immer mal wieder schön mit dem Mähdrescher hier. Machen wir wieder den Dieseltank leer. Ja, heute vielleicht der letzte Dreschtag bzw. Dreschflug. Ja, der Dreschtag wird es nicht der letzte sein, aber der Dreschflug. Ich denke mal, dass das letzte Video wird vom Körnermais, so rum. Ja. Ich tanke jetzt schnell voll und dann sage ich euch mal, was uns heute alles so erwartet. Ja, ich weiß immer noch nicht, wer auf die Idee gekommen ist, da oben den Dieseltank hinzumachen. Das ist ein schöner Spaß, da hochzuklettern. Ja, also das größte Problem ist, du ziehst den Schlauch raus, kletterst hoch und dann hast du zu lang gebraucht und musst ihn wieder einhängen, weil die Pumpe ausgeschaltet hat. Das ist das Schlimmste. Der Mähdrescher ist vollgetankt, 800 Euro später. Ich bin auf dem Weg zum Acker. Ja. Aber ich glaube, wir machen das Ganze ein kleines bisschen anders dieses Mal. Ja, das hat ja wieder richtig gut funktioniert mit dem kleinen Trick. Ich bin hier im Mais jetzt beim Kunde. Ich denke mal bis heute Nachmittag so ungefähr. Also wir haben jetzt hier so circa 6-7 Hektar. Und dann geht's zu einem anderen Kunden noch. Also auf meinem Tagesplan stehen ungefähr heute so zwischen 12 und 15 Hektar, würde ich schätzen. Ist auf jeden Fall machbar. Ja, jetzt schauen wir mal, wenn alles gut funktioniert, dann müssten wir da auch zeitig fertig sein. Ich denke mal, dass wir so bis um meine Einschätzung so 5, 6 Uhr so das, was ich jetzt grob schätzen kann, dass wir dann fertig werden, aber mal schauen. Der Mais hier bei dem Kunden steht wieder sehr gut. Das passt von dem Sinn her, also vom Ertrag her, ist ziemlich gut. Ich hoffe natürlich, das hält sich so, das wäre natürlich schön. Wir machen jetzt 4 oder 5 Hängerzüge, war jetzt mal geplant. Schauen wir mal, wie es funktioniert. Und dann würde ich sagen, nehme ich euch später nochmal mit, wenn es ein paar Neuigkeiten gibt. Ich bin jetzt beim ersten Kunden fertig. Wir haben jetzt hier 8 Hektar fertig. Es ist 16 Uhr. Ich habe jetzt gerade den letzten Bunker am Abladen hier. Und dann geht es für mich weiter nach Neuershausen. Da haben wir noch einen Kunden. Ich denke mal auch nochmal so ja, 6 Hektar, 7 Hektar sowas. Jetzt schauen wir mal. Also auf jeden Fall wird es heute wieder dunkel. Also jetzt auf jeden Fall gerade. Ich würde mal sagen, kurz vor Sonnenuntergang, ein Stündchen haben wir noch Sonne. 17 Uhr, halb 6 rum, ist immer dunkel hier. Und ja, das nutzen wir jetzt noch aus, machen noch ein paar Hektar. Muss ja erstmal dahin fahren dann noch. Und dann melde ich mich wieder. Ja, ich habe heute den ganzen Tag keinen anderen Mähdrescher gesehen. Ich habe schon gedacht, ich bin der Einzige, wo noch fährt. Aber jetzt bin ich doch ein bisschen beruhigt. So, ich bin am Acker angekommen. Ich wollte euch jetzt nur noch mal eins kurz zeigen. Also wir reden hier von einem Bio-Mais. Also das ist echt der Hammer. Ich glaube, das ist eine Silo-Mais-Sorte, deswegen ist er so groß. Aber selbst für den Bio-Mais, ich packe mal den Holm aus.
Ja, das ist ein ordentlicher Kolben. Ja. Ich mache jetzt hier weiter. Ich glaube, es ist doch wegen mehr geplant, wie wenn ich jetzt die ganzen Hänger hier gesehen habe. Ja, und nehme euch dann noch wegen mit. Licht. Ja, mittlerweile haben wir 17.13 Uhr. Habe jetzt gerade die Drohnenaufnahmen gemacht. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Ja, ich lege jetzt so richtig los. Wir haben schöne Stücke, schön groß. Bis jetzt habe ich heute 8,5 Hektar fertig. Jetzt habe ich aber schon wieder 1,5 Hektar hier gemacht bei dem Kunden. Schauen wir mal, wie viel es heute noch werden. Ich bin gespannt. Bis jetzt läuft alles gut. Mähdrescher läuft super. Da darf ich nicht zu laut schreien, nicht, dass noch was passiert. Ja. Ich weiß nicht, ob es auf der Kamera rüberkommt. Einen sehr schönen Sonnenuntergang hatten wir. Ich glaube, das hat man wahrscheinlich auch auf der Drohne gesehen. Ja. Der Nebel steht, beziehungsweise der Staub steht über dem Acker, windstill. Besser kann es eigentlich kein Druschwetter geben. Also im Prinzip denke ich mir gerade so, das wollte uns komplett verarschen, das Wetter dieses Jahr. Jetzt wo das Ende von der Ernte in Sicht ist, kommt das schöne Wetter. Aber ich glaube, es hält auch nicht lang an. Also morgen wird es wahrscheinlich wieder regnen. Und somit haben wir den heutigen Tag ja optimal genutzt. Ja, die Elisa war unterwegs mit der Sämaschine, hat Weizen, meine ich, gedrillt. Der Vater war unterwegs, hat noch ein paar Äcker von uns und Kunden, glaube ich, auch noch Tiefen gelockert. Da wird jetzt auch die Sämaschine noch als nächstes laufen auf dem Acker. Also die sind auch beide unterwegs. Also es dreht sich was heute. Das ist auch gut so. Ja. Ich bin immer noch erstaunt, was das für ein Mais ist. Also selten, dass ich dieses Jahr so einen kabinenhohen Mais gesehen habe. Aber selbst im Bioanbau geht es. Also, das wäre wahrscheinlich echt schöner Häckselmais geworden hier. Die haben auch hier drumherum um den Acker, ich glaube, 3 Bahnen weggehäckselt. Aber dann haben sie wahrscheinlich doch bemerkt, dass die Kolben dann doch zu gut sind, dass man dann auch Körnermais machen kann. Ja, ich dresche jetzt weiter. Halt euch immer mal wieder auf dem Laufenden dabei. So viel ich weiß, kommt nachher noch mein Vater vorbei. Dann kann der nochmal eine Runde fahren und dann kriegen wir sogar noch eine Drohnenaufnahme in der Nacht hin. Das wäre natürlich cool, so ein bisschen Dämmerung und Nachtdrohnenaufnahme. Ja, so wegen als Abschluss für die Maisernte dieses Jahr noch ein paar schöne Drohnenaufnahmen. Das wäre schon cool. Aber jetzt lassen wir uns überraschen, ob die nachher noch vorbeikommen. Ich mache auf jeden Fall weiter und wir sehen uns später.
mittlerweile ist es stockduster draußen. Ich bin immer noch dabei. Ich habe jetzt insgesamt heute 12 Hektar bis jetzt weg. Wir haben es jetzt 7:30. Ja, es gab jetzt dann doch noch wegen Fläche, wo der Bestand nicht so gut war. Deswegen denke ich jetzt mal, dass die Hänger auf jeden Fall ausreichen werden. Ich habe jetzt ungefähr noch so 2,5 Hektar, 3 Hektar so ungefähr. Die mache ich jetzt noch schnell. Das Gute ist, das ist jetzt eigentlich fast ein Acker. Also das geht jetzt relativ schnell. Das Schlechte an dem Acker ist natürlich, der hat, ich weiß nicht, wie lang die Bahnen sind, aber ich fahre einmal hoch und einmal runter und manchmal reicht es noch nicht mal mehr bis nach ganz unten und der Drescher ist schon voll. Also ich weiß nicht, also 300, 400 Meter sicherlich die Bahn lang, wahrscheinlich noch länger, vielleicht auch 500 Meter. Ja, immer noch Biomais. Da sieht man leider gar nichts. Ich finde es auf jeden Fall wahnsinnig, dass es während der ganzen Ernte hat es keiner geschafft, die Scheibe da zu waschen. Wir sind die ganze Zeit mit der dreckigen Scheibe rumgefahren. Ja. Aber es ging auch irgendwie. Wir haben ja hier unsere Kamera, wo ein Korntank zeigt. Von dem her ist es nicht ganz so schlimm. Und die ist so gut, die Kamera, dass man auch wirklich sieht, was im Korntank ankommt. Und von dem her ist das kein Problem. Ja, ich mache jetzt hier noch weiter. Meine Ablöse kommt dann, oder was heißt Ablöse? Der Vater kommt nachher noch. Der ist jetzt losgefahren von daheim. Und dann kann ich noch ein paar schöne Drohnenaufnahmen machen. Also ich würde sagen, wir sehen uns gleich nochmal bei den Hängern. Der Einhängerzug von uns ist jetzt auch schon voll. Ich warte jetzt quasi noch auf den anderen Hängerzug, der müsste jetzt dann gleich da sein. Und dann machen wir den noch schnell voll. So, bei mir gab es jetzt gerade Abendessen. Ich habe eine leckere Dönerpizza gekriegt. Der Vater ist jetzt gerade da hinten am Dreschen. Wir haben den nächsten Hängerzug voll. Ich weiß glaube nicht, das ist jetzt Nummer 9, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Ja, ging ganz schön was weg heute. Also ist schon fast Rekordtag, würde ich sagen. So von den Hängerzügen her. Natürlich haben wir in den schlechteren Jahren schon mehr wie diese, jetzt müssten es 14 Hektar sein, gemacht. Aber natürlich, wenn so viel Mais steht wie jetzt heute und wir 9 Hängerzüge füllen, das ist schon eine ganz gute Leistung für den Mähdrescher. Das sind dann immerhin so knappe 200 Tonnen. Das wird, glaube ich, sogar wegen mehr sein wie 200 Tonnen. 220 vielleicht. Es waren nämlich keine kleinen Hängerzüge dabei, alles große. Ja, jetzt schauen wir mal, wenn er wieder abtankt, gehe ich mal zu ihm in die Kabine. Schauen wir mal, was er schwätzt. Aber ich glaube, so wie es aussieht, ist es, glaube ich, sogar gerade die letzte Bahn. Schauen wir mal. Dann hat es ja perfekt gepasst. Ich habe gerade die Drohnenaufnahmen gemacht bei Nacht. Die seht ihr jetzt, würde ich sagen, gleich im Anschluss. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it. Yeah.
I'm here and I'm feeling, feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. So, guten Morgen. Wir haben einen neuen Tag. Neuer Tag, neues Glück, würde ich mal sagen. Wir sind in den Endzügen unserer Ernte und genau, wir sind jetzt, heute haben wir Mittwoch, den 8. November und ich bin gerade auf dem Weg die Hänger holen. Ich war gerade tanken, ein bisschen was mit dem Lukas zusammen und jetzt bringe ich ihm gleich die Hänger. Ich habe sie schon gesichtet, auf dem Feld stehen sie und die hänge ich jetzt einfach gleich mal gemeinsam mit euch an. So, die Hänger müssen nicht direkt zum Lukas, sondern an ein Feld gestellt werden und das ist einmal hier. Und zwar das einzigste Maisfeld, das noch steht. Und da werde ich jetzt einfach die Hänger abstellen. Und dann kann sich der Kunde die zurechtziehen, wie er sie will. Weil er sie auch selber abfährt. Und genau, dann ist es für mich erstmal heute, oder ja, jetzt erstmal fertig. Und dann muss ich schauen, was als nächstes ansteht. So, ich sitze wieder im Schlepper, aber für mich geht es jetzt an eine kleine Anhänge-Umhänge-Arbeit und zwar Frontgewicht dran machen und den Tiefenlockerer an den 722er hier. Und dann geht es für mich auch schon mit einer Aufräumarbeit, beziehungsweise nicht Aufräumarbeit, aber halt die liebe Sämaschine, die hier steht. Damit muss ich gleich zu einem Kunden und muss erstmal unser Saatgut rausmachen, dass der sein Saatgut einfüllen kann. Und dann nehme ich euch auch gleich mit. So, jetzt müssen wir noch zum Biokunde. Das heißt, Sämaschine sauber machen, dass da keine gebeizte Körner drin sind. Das machen wir jetzt schnell. Also vielmehr die Lisa macht das. Ich helfe jetzt nur ganz kurz dabei. Wie gesagt, Teamwork. Ne? Im Team macht das alles doppelt so viel Spaß. Das machen wir jetzt noch. Und Getreidesäe läuft im Moment an allen Fronten. Obwohl wir eigentlich schon hier bald Mitte November und immer noch Vollgas, Vollgas, Vollgas. Muss man auch sagen, letztes Jahr diese, ich glaube, 4. November-Geschichte bis 10. November war sehr erfolgreiche Weizen. Also der hat sehr gute Erträge gehabt und ja, es war dann wohl bei allen so. Deswegen haben wir jetzt so viele Aufträge gerade im Moment zum Weizensee. Genau, da kommt die Lisa. Über die Sämaschine brauchen wir nichts mehr sagen, die habt ihr zu Genüge schon gesehen. Das Rad der Schande sieht man immer noch. Also das Gelbe ist wieder recht. Aber ja. Auf los geht's los. Nächste Runde Leermacher und Bio-Saatgut rein. So, also ich gucke jetzt gerade mal rein. Ich habe heute Morgen schon reingeguckt. Das ist schon noch ein bisschen viel, was drin ist. Also es wird Spaß machen, das rauszuholen. Aber also so viel ist noch drin. Und das muss jetzt raus und das machen wir jetzt hier rein und dann machen wir das in den Hänger da rein. Genau. Und zack, ist sie auch schon leer. Und ich bin jetzt gleich abfahrtsbereit. Geschmiert ist schon alles. Und ja, dann kommt das Saatgut von ihm praktisch in die Maschine rein. Die sind aber Säcke und da wird mir hoffentlich einer helfen. Genau, also bis nachher mal. So, ich bin jetzt angekommen. Das Saatgut ist schon drin. Und ich werde jetzt mal abdrehen. Und das geht eigentlich auch relativ einfach. Und zwar wieder hier runter, da wo das Saatgut rauskommt. Und zwar habe ich meine Wanne hier vorbereitet. Und dann habe ich hier den Knopf, wo ich drauf drücken kann. Jetzt lasse ich den natürlich ein bisschen laufen, damit ich das Zellrad voll sehen kann und dann
Also damit es sich füllen kann und dann wiege ich den ersten Vorgang. Aber dafür, dass ich da brauche ich wahrscheinlich zwei Hände für. Deswegen schaue ich, ob ich euch irgendwo hinstellen kann oder halt ja, zeige euch, wenn es fertig ist. So, ich habe jetzt mal eine Menge reinlaufen lassen hier. Die werde ich mitnehmen und da drüben bei der Waage wiegen. So, einstellen. Dann haben wir hier unser Waagergebnis. Und zwar, ja, ihr seht jetzt auf dem Kopf, 3 Kilo 900 Gramm. Davon müssen wir jetzt noch 1600 abziehen. Und dann geben wir das oben in unseren schlauen Computer ein und machen den Vorgang einfach nochmal. So, also ich bin jetzt auf dem Feld angelangt. Das erste habe ich schon fertig tatsächlich, waren aber nur so 50 A, und jetzt geht es mit einem etwas größeren Block weiter. Also wir sind jetzt hier bei 2 Hektar und da denke ich, mache ich jetzt einfach mal so Let's Drive, also so ein bisschen, dass ich euch zeige, wie wir fahren. Eingestellt ist schon alles. Hier sehe ich das. Ich habe übrigens, nicht dass ihr euch wundert, keine Fahrgassen drin. Das ist nämlich eine Bio-Kunde und der braucht ja logischerweise keine Fahrgassen. Und von dem her ist es eigentlich ganz gechillt zu fahren. Genau, ich versuche euch jetzt irgendwo hinzuhängen, dass ihr das seht ein bisschen. Und dann machen wir so einen kleinen Let's Drive. Also ich hoffe, ihr könnt mich jetzt noch ein bisschen erkennen. Es wird langsam schon dunkel und ich bin jetzt auch schon mit dem Kunden fertig. Bin aber noch nicht mit einem anderen Feld fertig. Also habe ich jetzt noch mal Saatgut geholt. Und ich wollte euch aber ganz kurz mal zeigen. Klar, Landwirtschaft dauert manchmal ein bisschen länger und man arbeitet vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber man hat natürlich auch Pause. Aber man sieht dann halt auch die schönen Momente. Und zwar zeige ich euch die jetzt einmal kurz. Und zwar haben wir heute einen wieder wunderschönen Sonnenuntergang. Und wirklich, vorher war er noch ein bisschen stärker, aber das sind halt auch schöne Seiten und aus diesem Grund auch finde ich diesen Beruf so schön und freue mich auch jedes Mal, wenn ich dann irgendwie trotz nachts oder abends, ist es ja noch nicht nachts, ist es ja abends arbeiten, wenn ich dann sowas sehen kann. Guten Morgen, 4% Akku und kurze Ansage. Wir sind in den letzten 2 Tagen vom Körnermaisdrusch, also noch zweimal den Mähdrescher richten. Gestern haben wir Bioware gedroschen, aber solche Menge hat es gegeben, alle Wege voll und die können nicht abladen. Das heißt, die Hänger sind für heute wahrscheinlich den ganzen Tag blockiert. Jetzt habe ich schon Hänger organisiert, der Kollege hat mir ausgeholfen, dass wir überhaupt weiter dreschen können. Ja. Also unvorstellbar. Deutschland soll mehr Bio anbauen. Wir haben keine Möglichkeit, Bioware an den Mann zu kriegen oder dass sie irgendwo abgenommen wird. Das ist überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Preise gleich wie bei uns im Konventionellen. Ja, also da brauchen wir es eigentlich auch schon nicht mit einem Bioabnehmer geben. Dann kann man es schon fast konventionell irgendwo ins Loch reinschmeißen. Also wirklich absolut nicht nachvollziehbar. Tolle Bestände, tolle Menge. Und der Kunde sagt zu mir, Uli, ich habe die Ernte meines Lebens heute, ja, und krieg's nicht verkauft. Muss es jetzt zwischenbunkern, bis es quasi irgendwo abgeben kann, wo halt kleine Menge getrocknet werden können. Ganz, ganz schlimme Sache.
Falls ihr euch fragt, was das für ein Hänger hier hinter mir ist, unsere zwei Hängerzüge sind beide aktuell voll und den Einhänger zu kriegen wir erst heute Abend wieder. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Dreiachser geholt von einem guten Kollegen. Schauen wir mal, was der 818er mit dem macht, ob er ihn auseinanderreißt oder ob er noch ganz zurückkommt. Ja, Donnerstag, 12 Uhr, wir gehen jetzt los. Der Vater ist schon unterwegs mit dem Mähdrescher, ich fahre jetzt zu ihm. Und dann schauen wir mal, ob das was wird. Ich nehme euch jetzt heute mal mit zum Mais wegfahren, dass ihr mal noch was anderes gesehen habt, wie nur Drescher. Ja, Aufnahmen von der Sämaschine mit der Lisa habt ihr jetzt auch schon gesehen. Ich denke, die sind auch ganz schön geworden. Ich habe es leider jetzt noch nicht gesehen. Das schauen wir uns jetzt an. Ich bin jetzt gerade noch schnell am Luftpumpen. Dann tun wir einmal schnell kippen, um zu schauen, ob es Hydrauliköl reicht. Normal sollte das aber kein Problem sein. Ich denke mal, der Hängerzug wird ähnliche Hydrauliköl-Mengen brauchen wie jetzt der Dreiachser. Und dann sehen wir uns am Mähdrescher wieder. Und was ich euch noch zeigen wollte, also ich fahre ja jetzt gerade aktuell den 818er von uns. Ja, eigentlich auch mein Lieblingsschlepper hier. Weil man da halt noch auf jeden Fall merkt oder sieht, wie man da Diesel verbrennt. Und vor allem hat er halt noch einen schönen Klang. Da macht's Fahren gleich zweimal so viel Spaß. Und ja, wir haben hier auch schon ein paar Umbauten gemacht. Also wir haben an dem Schlepper Weitwinkelspiegel dran, links und rechts. Die gibt es auch offiziell bei Fendt im Shop oder halt zu bestellen. Was da wegen ein Nachteil ist, finde ich jetzt, die Spiegel sind da nur, also der untere und obere sind da nur reingeklipst. Das heißt, sobald man dann halt mal an einen Ast fährt und der Spiegel einklappt, kann es dann auch schon passieren, dass so ein Glas rausfällt. Wenn es jetzt auf einer Wiese passiert oder auf dem Acker, ist es meistens noch heil. Da kann man es wieder reinklipsen, aber wir haben, glaube ich, auch dieses Jahr schon zwei so Spiegel. Die unteren Weitwinkel sind es meistens immer ersetzt, aber das sind auch so 16 Euro, meine ich, das Spiegelglas, also es geht. Und wir haben hier in dem Schlepper einen Original-Fendt-Beifahrersitz aus der, ich weiß gar nicht, ich glaube, also in unseren 7er-Fendt ist der genauso drin, der Beifahrersitz. Den haben wir hier reinbauen lassen. Einfach aus dem Grund, weil bei 5000 Stunden halt diese Plastikschale, was original in der Generation drin ist, halt Risse gekriegt hat und abgebrochen ist. Da haben wir gesagt, bevor wir jetzt die Plastikschale für einen Haufen Geld kaufen, investieren wir gleich richtig und machen uns hier einen schönen Beifahrersitz rein, der auch bequem ist zum Mitfahren. Allerdings, ich kann mich jetzt auch mal kurz draufsetzen, allerdings größer wie ich sollte man hier nicht sein. Also das ist der einzige Nachteil. Ist aber auch so montiert, dass er ein bisschen zu hoch ist, finde ich jetzt. Man könnte ihn noch ein bisschen weiter runtersetzen, das würde auch gehen. Aber auf jeden Fall um einiges mehr bequemer wie diese komische Plastikschale, was da drin war. Und ja, wenn man den hier mit diesem Klappen kauft, kann man hier auch noch schön ein- und aussteigen. Also das ist wirklich gut. Und man hat natürlich zusätzlich hier ein Klemmbrett, was manchmal auch den Papierkram im Schlepper ein bisschen erleichtert. Und alles wegen ordentlicher macht. Ja, das waren so die Umbauten, die wir hier an dem Schlepper gemacht haben. Ja. Und ich kann euch nachher auch noch mal zeigen, warum ich den so gern fahre. Immer diese nervigen roten Ampeln. Geht doch.
Jetzt sind wir gerade über dem Altrhein. Das war der alte oder ist der alte Rheinkanal. Ist auch die Grenze zu Deutschland. Ja, jetzt kommt hier noch ein großer Parkplatz. Da ziehen sie einen als gerne raus. Ich hoffe mal, jetzt steht nichts da. Ne, sieht gut aus. Ab diesem Schild hier auf der Seite ist es hier offiziell Frankreich. Wenn man andersrum rausfährt, ist es wie gesagt die Mitte von der Rheinbrücke hier vom Altrhein. Ja, ich suche mir jetzt hier schnell ein Badezimmer und dann geht es für mich weiter über den neuen Rhein, sage ich jetzt mal. Da sieht man dann auch die Schleuse, die Schiffsschleuse, und da nehme ich euch dann wieder dazu. Ist gerade 200 Meter weiter. Und ja, ich gehe schnell ins Badezimmer und dann fahren wir weiter. Ja, hier haben wir die Schiffsschleuse. Da ist einmal der untere Wasserpegel, wo die Schiffe von unten reinfahren und einmal hier oben rauskommen oder halt eben andersrum. Das sind dann die riesen Schleusentoren hier. Und ja, ist eigentlich immer, da sieht man, da ist gerade eins drin, wo nach unten fährt und nach oben. Ich habe es nicht richtig gesehen. Ja, jetzt geht es hier runter. Und ja, wie gesagt, wir fahren jetzt ungefähr noch 5 Kilometer. Also da vorne in dem Industriegebiet ist unsere Abladestelle. Da fahren wir jetzt hin, laden ab und dann zeige ich euch mal. Bin selber gespannt, ob man mit dem Dreiachser da auch ordentlich kippen kann. Schauen wir mal. So, Hänger ist leer. Ich hoffe mal, es hat nicht allzu arg gestaubt, dass ihr auch was gesehen habt. Ich gehe jetzt wieder auf die Waage, tue auswiegen und dann fahre ich wieder zurück. Der Mähdrescher wartet nämlich schon. Ich bin ausgewogen. Wir hatten insgesamt Gewicht von 31,8 Tonnen. Minus das Schleppergewicht. Der Schlepper wiegt jetzt so mit leerem Tank, weil das blinkt schon, genau 7 Tonnen. Das heißt, wir haben ein Gesamtgewicht vom Anhänger gehabt von 24,8 Tonnen. Ja, der Anhänger ist ein 24-Tonnen-Hänger, also leicht überladen, 800 Kilo. Und ja, wir haben jetzt 17,6 Tonnen abgeliefert. Das heißt, das Ladegewicht vom Anhänger ist dann irgendwelche 15,8 Tonnen, wo man dann fahren darf. Also Zuladung 15,8 Tonnen, was dann halt auf jeden Fall zu unserem Hängerzug dann doch schon, ich meine, 7 Tonnen Unterschied sind, was man mit unserem Hängerzug dann legal mehr fahren dürfen. Ja, also Feuchtigkeit war 24,7, also eigentlich ganz okay, würde ich mal sagen. Also ich fahre zurück zum Mähdrescher. Wir sehen uns dann dort wieder. Ich bin wieder am Acker angekommen. Wir machen jetzt nochmal den Dreiachser voll. Dann stellen wir ihn heute Nacht bei uns unter das Dach und morgen früh fahren wir den wieder weg. Aber ich glaube nicht, dass ich davon Aufnahmen machen werde, weil das habt ihr jetzt gerade eben schon gesehen. Was morgen noch ansteht, ist, wir haben noch auf einem Acker von einem Kunden, wo wir Stroh gekauft haben, 5 Ballen oder so, die nicht abgeräumt wurden, die dementsprechend sehen die jetzt auch so aus, also die werden wir wahrscheinlich nicht mehr verwenden können, die kommen ab auf den Misthaufen, aber wir müssen sie auf jeden Fall morgen holen, dass der Kunde dann pflügen kann. Ja, das ist dann
Also ich muss mal sagen, wenn jetzt das wirklich der einzigste Acker ist, dann ist es okay, so viele Äcker wie wir machen und dann mal halt mal einen vergessen abzuräumen. Ja, ist zwar doof, um die 5 Ballen oder was es sind, aber ja. Das muss nur einmal, der Presserfahrer muss nur vergessen, einen Standort zu schicken und dann hat der, wo es abräumt, hat dann den Standort nicht und dann geht es halt in Vergessenheit und ja, schauen wir jetzt mal. Aber was ganz cool ist, hier drin ist jetzt heute gerade angekommen, sind Ansteckmikros, weil wir ja gesehen haben, die Schleppergeflüster, also die erste Folge, ja, da war es wegen schwierig mit dem Ton, weil der Mähdrescher doch in der Kabine etwas laut ist, beziehungsweise es brummt halt und dann war halt der Ton oder beziehungsweise man hat sich halt nicht so gut verstanden in dem Video. Und deswegen, und auch wegen der Agritechniker haben wir uns jetzt gedacht, investieren wir jetzt. Eigentlich wollte ich jetzt erst das vielleicht nächstes Jahr machen, aber wäre natürlich auch doof, wenn wir Videos auf der Agritechniker machen und keiner versteht uns, weil die Hintergrundgeräusche dort wahrscheinlich sehr laut sind, ja. Ich probiere das mal aus, guck mal, ob ich das zum Laufen kriege. Wenn ich es zum Laufen kriege, tue ich euch das jetzt im Video gleich mal hinterher schneiden und dann fahre ich mal eine Runde im Drescher mit dem Papa und dann schauen wir mal, ob der Ton besser ist. Hallo, 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 hallo. Dann, wenn das geht, dann ist das alles wunderbar. So, jetzt müsstet ihr uns hören auf der Ansteckmikrofon-Variante. Wir sind jetzt hier am Maisdreschen. Ich bin gespannt, wie sich das anhört. Ich hoffe natürlich, man hört jetzt die Stimmen besser wie den Mähdrescher. So sollte es eigentlich dann auch sein. Ja, der Mähdrescher ist halt auch ein bisschen besonders lautes Gerät. Ne? Also die Kabine ist natürlich jetzt nicht so gut isoliert wie jetzt die vom Fendt oder so. Ne? Ja, wir haben uns jetzt auch gleich für die Variante mit den zwei Ansteckmikrofonen entschieden, einfach aus dem Grund, dass wenn wir auf der Agritechniker dann Interviews machen wollen, wäre es natürlich sinnvoll, mit zwei Mikrofonen wie die ganze Zeit dann das eine Mikrofon rumzureichen. Und außerdem gab es da gleich auch so einen Rabattding, also wenn du zwei gekauft hast, hast du quasi 50 Euro gespart. Ja, und wie gesagt, wenn wir weiterhin Schleppergeflüster machen wollen, geht's scheint's auch nicht ohne. Ne? Ich meine, da war die Tonqualität jetzt beim ersten Mal noch ziemlich dürftig. Und da versprechen wir uns natürlich jetzt schon richtig viel davon, dass es besser wird. So, wie ihr vielleicht hört, hört sich bestimmt ganz gut an. Wir haben die Ansteckmikrofons jetzt gerade mal im Test. Ich habe es mir jetzt gerade mal hier an den Pulli geklemmt. Wir haben auch gerade eben schon eine Folge Schleppergeflüster aufgenommen. Ja, in der ersten Folge Schleppergeflüster hat man das Problem, dass der Mähdrescher, wie gesagt, so laut gebrummt hat und man uns nicht verstanden hat. Jetzt sollte das besser sein. Wir haben jetzt, wie gesagt, die zweite Folge gerade eben aufgenommen im Mähdrescher. Ich weiß noch nicht, ob sie schon online ist. Findet ihr da auf jeden Fall bei uns bald hier auf dem Kanal. Ja, ich hoffe natürlich, dass das jetzt mit dem Ton richtig gut ist und man sich das auch anhören kann, ohne Ohrenkrebs zu kriegen. Wir sind jetzt hier aktuell jetzt der letzte Acker von unserem Dreschen. Das müsste jetzt gerade noch so auf den Dreiachser drauf passen. Schauen wir mal, lassen wir uns überraschen. Ich werde jetzt nicht jedes Mal mit den Ansteckmikrofonen aufnehmen. Wir haben sie jetzt eigentlich nur für so Interviews und sowas gekauft. Mal schauen. Ist halt immer wieder wegen umständlich, das Ganze aufzubauen und einzustecken und zu verbinden. Ja, ist wahrscheinlich auch eine Gewöhnungssache, bis man weiß, was man drücken muss. Ja. Ich zeige euch jetzt noch ein paar Aufnahmen. Die letzten Aufnahmen, denke ich mal, für dieses Video. Wenn ihr Glück habt, gibt es vielleicht noch ein Video, wo wir wegen am Dreschen sind, weil am Montag, so wäre jetzt mal der Plan, machen wir uns die Ernte vom Kunden auch komplett fertig dann. Unseres ist jetzt nach dem Acker erledigt und die Kunden, also bis
bis Dienstag theoretisch sind wir komplett fertig. Und deswegen denke ich, dass es vielleicht im nächsten Woche Mittwochsflug noch eine kleine Szene Maisdreschen geben wird. Schauen wir mal. Und das sind die letzten Maispflanzen von unserem Betrieb für dieses Jahr. Wir sind fertig. Mittlerweile haben wir Freitagmittag. Ihr seht es im Hintergrund. Ich bin mit dem Ballenhänger unterwegs. Ja, und zwar haben wir hier jetzt noch auf dem Feld 5 Strohballen, die vergessen wurden. Das heißt, wir haben die im Sommer nach der Ernte gepresst für den Kunden. Das ist eigentlich auch schon verkauft gewesen, das Stroh. Hat aber halt keiner abgeholt. Ich weiß nicht, ob es da am Standort gescheitert hat, dass der, wo die Ballen eigentlich geholt hätte, den Standort nicht bekommen hat, oder ob der Pressefahrer den Standort gar nicht abgeschickt hat. Egal, also auf jeden Fall wollte er jetzt hier sehen, der Kunde, und hat gemerkt, dass halt die Ballen noch drauf liegen. Sind jetzt nichts mehr wert, die Ballen, ist Abfall, also der kommt bei uns auf den Misthaufen, die 5 Stück. Und ja, aber abholen tue ich sie jetzt trotzdem. Dann nehme ich euch jetzt mit, zeige euch mal unseren Hänger, unseren Ballenhänger. Den gab es jetzt auch schon lange nicht mehr zu sehen. Und dann, ich würde sagen, wir legen los und tun aufladen. Ich bin jetzt heute nochmal am Testen, wie sich das Ganze anhört mit dem Ansteckmikrofon, wo wir uns jetzt neu geholt haben. Ich hoffe natürlich, das passt. Ich habe jetzt zum Beispiel hier auch mal die Frontscheibe aufgemacht, einfach mal um wegen einen höheren Geräuschpegel zu haben und dann zu schauen, ob es immer noch sich okay anhört oder auf was ich dann in Zukunft achten muss. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, ich habe den Finn dabei, der ist heute wieder Co-Pilot. Wir holen jetzt schnell die 5 Ballen. Das ist so eine Aufgabe, die ich schnell zwischendurch gemacht habe. Ich habe heute Morgen auch schon den Dreiachsam mit Mais weggefahren. Da habe ich jetzt aber keine Aufnahmen gemacht, weil das habt ihr ja im Prinzip gestern schon gesehen. Also da hat sich nichts geändert. Immer noch die gleiche Abladestelle. Ja, hier im 3.9er habe ich echt das Glück, dass der, ich weiß nicht, der ist so schön geschnitten da vorne, hat man wirklich Platz, dass ich einen Hund auch mitnehmen kann. Also selbst im 700er Fan, sage ich mal, ist für einen Hund weniger Platz. Klar, die Kabine ist genauso gleich groß, aber ich habe das Gefühl, der untere Teil ist breiter und somit hat dann der Hund weniger Platz. Also ist eigentlich lustig, im kleinsten Schlepper haben wir am meisten Platz. Das passt schon gut. Ja, ich war jetzt auch gerade am Überlegen, ob ich gleich noch unsere Siloballen vom letzten Schnitt abhole. Aber da reicht mir jetzt die Zeit nicht. Wir haben jetzt 12:30 und ich sollte um 13:30 dann am Markt abbauen. Wir sind immer dreimal in der Woche auf dem Wochenmarkt in Emding, wo wir halt unser Gemüse verkaufen. Und deswegen kann ich jetzt die Siloballen heute nicht holen. Eigentlich sollte ich heute noch zur Baustelle, die Mulchbaustelle, fertig machen. Da habe ich jetzt auch noch einen Tag Arbeit. Ich denke mal, das werdet ihr jetzt gleich im Anschluss sehen. Ich lade jetzt schnell die Strohballen auf. Und dann denke ich, dass ich euch nochmal dazu hole. Dass wir noch ein paar Aufnahmen machen vom Hänger oder so. Und später gehen wir dann noch eine Runde baggern zusammen. Mal schauen. Also wir laden jetzt schnell die 3 Strohballen hier noch auf, wo hier stehen. Und dann melde ich mich wieder. So, ich habe alles angeschlossen. Ich mache jetzt hier mit meinem Steuergerät die Bordwand hoch. Und das ist auch eben das Spezielle an dem Hänger. Also wir haben hier die hydraulische Ladungssicherung. Ich brauche keine Spanngurte mehr drüber schmeißen. Im Prinzip ist jetzt die Ladung gesichert und ich kann direkt weiterfahren.
für uns, wir fahren sehr viele Ballen im Jahr, also so zwischen 1000 und 2000 Stück, schätze ich mal, ist das natürlich echt geil, weil wir da halt wirklich schlagkräftig sind. Du fahrst an Acker, machst den Bordwand runter, ladest deine, wenn es große Ballen sind, die 1,70 Meter, 20 Ballen auf, oder wenn es die 1,30 Meter sind, gehen auch 30 Ballen, und dann machst du den Laden wieder hoch und Abfahrt und weiter geht's. Dann spart man sich wirklich, wenn man 6, 7, 8 Touren am Tag macht, echt einen Haufen Zeit. Und ja, also wirklich eine echt geile Investition, das Ding. Es gibt auch schon Farmvlogs, die könnt ihr euch mal angucken. Ich glaube, das waren einer der ersten, ich glaube, der zweite oder dritte. Da sieht man den Hänger auch nochmal im Einsatz. Ja, ich bringe jetzt die 5 Ballen heim. Dann gehen wir Markt abbauen. Und dann sehen wir uns auf dem Bagger wieder. Und damit einen schönen guten Morgen. Wir haben Samstag. Ich weiß gerade gar nicht das Datum, ich glaube 12. oder so könnte es sein. Ich bin auf der Mulchbaustelle. Ja, eigentlich kann ich schon fast nicht mehr Mulchbaustelle nennen, weil Mulchen ist eigentlich fertig. Ich weiß nicht, ob einige vielleicht von euch gestern sogar den Livestream gesehen haben. Also bei mir war es jetzt gestern. Wenn ihr das Video seht am Sonntag, war es vorgestern, also am Freitag. Wir haben einen Livestream gemacht, beziehungsweise ich habe es mal ausprobiert, und da hat man auch schon mal hiervon was gesehen. Also so weit bin ich bis jetzt, die eine Seite ist jetzt komplett fertig und hier fange ich jetzt heute an und schauen wir mal, wie weit ich komme und mache die Seite fertig. Das Prinzip ist komplett das gleiche, also den Matsch rausholen, hier oben andecken und dann gucke ich, wie weit ich komme. Vielleicht kriege ich es sogar heute noch hin. Also es wäre eigentlich schön, dass ich es heute noch hinkriege, den Einlauf zu machen, damit ich das über Nacht auf jeden Fall das Wasser laufen lassen kann und morgen früh dann gucken kann, ob der Wasserpegel hoch genug ist vom Teich, dass das über Nacht halt voll läuft. Wenn jetzt der Wasserstand nicht hoch genug sein sollte, werden wir hier hinten, hinter dem Zulauf vom Teich, das ist der hier, werden wir dort oder hier vorne vielleicht direkt ein paar die Steine, was ich da mitgebracht habe, reinsetzen, damit sich das ein bisschen anstaut und dann mir hier noch ein paar 10, 20 cm mehr Wasser in dem Teich haben. Ja, ich starte jetzt mal, nehme euch dann immer wieder mit und vielleicht machen wir noch eine Zeit, einen Zeitraffer. Aber ich denke, allzu lang wird das jetzt nicht, der Baustelle-Teil jetzt. Was ich aber auf jeden Fall mache, sind im Anschluss noch Drohnenaufnahmen, damit man das fertige Ergebnis auch sieht. Also das Wetter in den letzten 2 Monaten, das ist ja echt der Wahnsinn. Gerade eben Sonnenschein, jetzt fängt es schon an zu hageln. Ja, ich glaube, ich muss den Einlass schon gar nicht mehr frei machen vom Teich, wenn ich ihn lang genug warte, ist ja bis morgen sowieso voll. Das ist ja wahnsinnig. Und immer wenn das jetzt so hingepisst hat, dann ist es halt so ein Scheiß, das jetzt wieder glatt zu ziehen, weil wieder alles jetzt so nass ist, dass es am Löffel dran kleben bleibt. Ja, jetzt hört es wieder auf. Ja, verrückt das Wetter. Naja, ihr seht, ich bin noch fleißig dran. Ich denke mal eine Stunde oder so. Dann werde ich hier den Rest jetzt auch noch rausgebackert haben. Im Prinzip ist jetzt nur noch der Teil hier, was ich noch machen muss. Ich denke mal eine Stunde oder so. Dann den Zulauf hinten noch zum Bach machen. Und dann passt es. Wenn jetzt das Wetter ein wenig besser wird, kriegt dann auch eine
Drohnenaufnahme bzw. noch eine Timelapse hier. Und dann schauen wir uns das ganze Ding an, wenn es fertig ist. Ja, ihr habt es gerade im Zeitraffer gesehen. Ich bin gerade hier dabei, den Einlauf vom Teich zu machen. Was ich hier zu sagen kann, ich habe mich jetzt doch entschieden, keine kleine Rinne zu machen, sondern halt eine Löffelbreite, weil das fällt ja von allein, oder beziehungsweise da kommt Laub jedes Jahr runter, also das wird von allein wieder zugehen über die Jahre. Und aus dem Grund machen wir das jetzt das erste Mal etwas breiter. Ich mache jetzt hier noch den Ecken raus, das ist nicht so um einen 90 Grad Bogen rum muss das Wasser. Die Steine dort lasse ich, das passt nämlich super, man sieht es jetzt gerade, die Äste bleiben draußen, das Wasser fließt vorbei, aber trotzdem kommt Wasser hier rein, um den Teich zu füllen. Ich bin jetzt gespannt, wenn ich den Damm jetzt hier wegmache und das Wasser durchfließt, ob es bis heute Abend vielleicht sogar schon voll ist. Wir haben jetzt 2 Uhr, 14 Uhr. Da lasse ich mich jetzt mal überraschen. Der Bagger ist sowieso bis am Montag noch hier. Das heißt, es wäre auch kein Problem, wenn der erst am Montag voll wäre, der Teich. Aber was interessant ist, wie weit das Wasser nach vorne kommt, weil ich habe jetzt dann nichts mit dem Laser gemacht oder so. Ich weiß nicht, ob Gefälle drin ist. Aber ich denke mal, dass auf jeden Fall Wasser vorne ankommen sollte. Und im Optimalfall erzielen wir so eine Wassertiefe von 50 cm ungefähr. Ich lasse jetzt auf jeden Fall mal Wasser rein. Die Erdarbeiten sind drumherum erledigt, größtenteils. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an, bis wohin das Wasser kommt. Ja, man sieht es relativ gut. Das funktioniert wirklich, dass da nur wenig Wasser reinkommt. Entweder ich lasse jetzt das einfach so langsam weiterfließen oder ich vielleicht mal den einen Stein auch noch weg schnell und setze den halt nachher wieder hin. Ja, jetzt schauen wir mal, was sich da hier verhält in ein paar Minuten, ob es hier noch weitergeht oder wie hoch es noch steigt. Ja, wir haben jetzt noch eine Planänderung. Ihr seht, ich sitze nicht auf dem Bagger, ich bin wieder auf dem 818er. Ich bringe am Andi schnell die Hänger, weil der ist gerade am Dreschen und braucht Hänger. Ja, aber das soll es für das Video jetzt auch schon gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich kann es noch nicht einschätzen, wie lang es geworden ist. Ich hoffe mal nicht zu lang. Ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Über ein Abo natürlich. Ja, schreibt ein paar Kommentare, dass wir irgendwas zu tun haben, zum Beantworten. Ja, und mich würde es freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich glaube, dann wird es vielleicht, wenn es ganz gut läuft, noch einmal kurz den Drescher zu sehen geben. Schauen wir mal. Ja, also ich fahre die Hänger weg. Bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.